So, meine lieben Kinderchen da draußen, hallo und ein herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Drogürchen Popöchen. So, wir sind wieder am Starten. Das ist das zweite Mal diese Woche tatsächlich. Also freut mich, dass es mal klappt. Wieder mal. Wo waren wir stehen geblieben? Lori und Samantha. Ja, alles klar. Es wird nicht besser. Alles klar. So. Drogo ist nicht der, für den du ihn hältst. Da waren wir stehen geblieben, weil sie lästert hinter unseren Rücken rum mit ihren Freundinnen, wie wir mit Drogo rumgemacht haben, weil wir Drogo quasi aufgefressen haben. Weil wir heiß waren und jetzt sind wir natürlich das Luder der Schule. Ja, mal gucken, wie es weitergehen mag mit Samantha. Was habe ich euch gesagt? Einfach nur bekloppt. Ihr eine runterhauen, das ist geil. Ihr in Wuschel ins Gesicht drücken. Wuschel ist nicht schlecht. Ihr eine runterhauen, komm, wir knallen hier eine. Babs! Ich will mich gerade auf sie stürzen, aber Sarah hält mich davon ab. Schade. Lass gut sein, Tana Trüffelchen. Sei nicht so zornig wegen ihr. Sie ist es nicht wert. Aber ich würde mich danach besser fühlen. Wer fühlt sich danach nicht besser, ne? Schaut euch diese süße kleine Freundin an, die ihren Wertesten zur Hilfe eilt. Wie niedlich. Jetzt bin ich auch gemein zu ihr. Ich halte ihren Spott einfach nicht mehr aus. Immer noch besser, als den Putzlappen von Lo und Huxley zu mimen. Das kriegen wir gleich an, denke ich dann. Sofort wandelt sich Samanthas Gesichtsfarbe in ein tiefes Rot. Ihre Freundin sehen sie schweigend an. Sie überlegten sich ja gerade, wie sie mich jetzt fertig machen will. Du weißt gar nicht, was du sagst. Halt's Maul! Offensichtlich darf sie sich über andere sich aber nicht über sie lustig machen. Aus ihren Augen lodern Flammen, ihre Hände verkrampfen sich, als würde sie mir an die Gürtel springen wollen. Aber ihr böses Grinsen steht dieser Bestie weiter ins Gesicht geschrieben. Lowen kriecht vor mir. Er klebt an mir wie ein Hund. Tief durchatmen. Alter, was hast du mit ihm denn noch gemacht, als ihr gegangen seid? Eine kleine Verwöhnungseinlage hinter dem Campus? Lesen läuft aber heute richtig gut, ne? Dieses Mischstück. Ich träume davon, meine Kräfte zu nutzen, um sie und ihre unendlich langen Beine mit aller Wucht gegen die Wand zu krachen. Vielleicht klappt das ja auch. Ich spüre, wie die Wut in mir aufsteigt. Sarah scheint es auch zu fühlen und packt mich am Arm. Nicht jetzt, Sahnetröpfelchen. Sie sieht mich mit einem eindeutigen Blick an. Sie hat recht. Ich will mich nicht in Gefahr bringen für diese dumme Kuh. Doch eigentlich wird sie es mal lohnen. Würdevoll bleiben. Es fällt mir schwer, nicht zu weinen. Ach komm. Ich versuche, meine Würde zu wahren, um mir nicht anmerken zu lassen, wie sehr mich ihre Worte verletzt haben. Haben sie ja gar nicht. Sie hat ja nicht mal recht. Ich brauche zu allen Überfluss nicht nur, auch noch Samantha das Gift, um Zweifel bezüglich der Sache zwischen Drogo und mir zu entwickeln. Schon wenn ich an ihn denke, schlottern mir die Beine und die Hände werden feucht. Er dagegen scheint ja Herr seiner Sinne zu sein. Außer dann, wenn er sich auf mich stürzt, um mich leidenschaftlich zu küssen. Benimmt er sich andere Mädchen gegenüber etwa genauso? Beendet er seine kleinen Spielchen mit mir, sobald er das bekommen hat, was er haben wollte? Nein, wir wollen kein extra Video sehen. Du sagst es doch nur, weil du eifersüchtig bist. Du kommst halt nicht damit klar, dass sich jemand für eine andere als für dich interessiert. Sie lacht und reibt sich übers Kinn. Sie einfach stehen lassen. Komm, das habe ich nötig. Ich bin eifersüchtig auf dich? Warte, ich muss kurz lachen. Ich habe schon ein bisschen mehr Klasse als du, als ob. Sie sieht mich von Kopf zu Fuß an und verzieht angewidert das Gesicht. Sie stürzt ihre Hände auf ihren Hüften ab und wirft mir mit sicherer Stimme hin. Oh. Mein Schätzchen, du solltest wissen, dass ich schon sieb Gelegenheit hatte, meine Finger auf Drogo zu legen. Du lügst. Siehst du, wer ist hier eifersüchtig? Auf diese letzte Erwiderung hin lässt sie mich einfach stehen und zieht mit ihren hohen, stark Kichern davon dann. Wir wollten sie doch stehen lassen. Warum ist das jetzt nicht gelungen? Sarah spürt, dass ich durcheinander bin und versucht, mich zu beruhigen. Achte nicht darauf, was sie sagt. Sie erzählt nur dummes Zeug, um dich krank zu machen. Ich weiß nicht. Sie ist schließlich hübsch und Drogo. Also, das ist halt Drogo. So. Ja, ich verstehe, worauf du hinaus willst. Er gefällt dir wirklich, nicht wahr? Jo. Ich muss lächeln. Könnte schon sein. Und trotzdem habe ich mit all meinen Körperzellen dagegen angekämpft. Schon allein deshalb
weil sich das nicht mit meiner Arbeit bei den Bartolis verträgt. Und außerdem spielen wir auch nicht in der gleichen Liga. Wie kommt sie darauf? Soll das ein Scherz sein? Du bist ohne Zweifel das schönste Mädchen, das bisher Drogos Aufmerksamkeit erregt hat. Ich weiß ja gar nicht, wie wir aussehen. Normalerweise sucht er sich irgendwelche dummen Weiber, die keine Ahnung von der Welt haben. Sowas wie Samantha. Super, irgendwie beruhigt mich das trotzdem nicht. Alles, was ich weiß, ist, dass Drogos Liebesleben seit dem Semesterstart eher ziemlich ruhig verläuft. Um nicht zu sagen, es existiert nicht. Und das ist normal oder nicht so. Aber Samantha hat gesagt, ist doch egal, ich dagegen möchte dich gerne darauf hinweisen, dass der Kerl, der dir gefällt, seit der Ankunft einer gewissen Dame in der Stadt mit niemandem mehr verkehrt. Verkehrt ist da auch ein verkehrtes Wort, ne? Ich? Und das war's, Kinderchen. Mann, Zickenstreit und Liebesgeflüster. Ich bin gespannt, wie es beim nächsten Mal weitergeht, meine Kinderchen. Und bis dahin, tschüss.